Guten Morgen oder guten Abend, immer wann ihr das Video schaut. Ja, wie gesagt, ich habe gerade das andere Video wieder abgedreht. Ich bin in der gleichen Position geblieben. Ich habe gedacht, ich mache das nächste, gleich fange ich gleich an. Und zwar, wir haben es heute den Freitag. Ich mache ja jetzt diesen Wochenend-Vlog. Das ist einfacher, weil ich habe am Wochenende noch weniger zu tun, anstatt in der Woche. Ich war gerade bei Rossmann und habe zwei Birnen gekauft, also nicht, also hier für die Glühbirnen, ne? Und weil heute Nacht habe ich ja American Football geguckt und dann ist mir aufgefallen, dass das Licht angemacht und dann plötzlich war einem war es ganz kurz an oder war es aus. Und ich habe auch versucht, an, aus. Und wahrscheinlich hat es an den Birnen gelegen. Zwei Birnen sind sofort ausgefallen. Krass. Und ja, aber erst wusste ich nicht, was los ist, weil so draußen, also Sicherung ist nicht rausgesprungen. Von daher habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber es ist alles gut gegangen. Ich habe heute Morgen, zum Glück habe ich die gleichen Birnen auch im Schlafzimmer und habe die mal rausgenommen und hier reingesteckt und hat geklappt. Von daher habe ich ganz kurz für 2,99 insgesamt sind dann 6 Euro gewesen, Birnen gekauft. Und die werde ich jetzt gleich reindrehen, weil es ist ein bisschen blöd, weil wir haben jetzt Winter oder Herbst, Winter und dann wird es ja sehr schnell dunkel. Und das wäre ein bisschen blöd, hier im Stockdunkeln hier zu sitzen. Ich müsste die Softbox anmachen. Nee, deswegen für 2,99 € oder für 5 Euro sind zwei Pakete. Insgesamt sind dann 4 Birnen. Geht, ne? Genau. Sonst, mal gucken. Ich hab jetzt ein Brötchen geholt. Körnerbrötchen. Und die werde ich jetzt essen. Genau. So, guten Morgen. Ist heute mein Frühstück mit Mittagessen zusammen. Und zwei Brötchen. Da Avocado vielleicht. Dann so eine Creme hier. Und ja, Käse. Und meine Lieblings getrocknete Tomaten. Und halt Latte Macchiato mit etwas Zimt. So. Ich werde jetzt ganz kurz mit meiner Mutter nach, das ist so ein Markt hier in Hameln, auf dem Hilferhof, da ist so ein Vorweihnachtsmarkt und da werde ich jetzt gleich hingehen. Genau, und dafür würde ich mich jetzt ein bisschen schminken, keine Angst, es dauert nicht zu lange, dass ich nicht schminke, also ich werde schneller, der Zeitraffer dauert jetzt schneller. Genau, und danach werde ich wahrscheinlich wieder mit meiner Nachbarin irgendwas machen. Genau, wir haben es nämlich jetzt schon gleich eins. Gut, ich fange jetzt mal an. Wunder. Hoppala. So. Ich bin wieder im Badezimmerschrank oder schon wieder. Genau. Ich habe heute nicht viel gemacht. Ich wollte ja eigentlich zu meiner Nachbarin, aber die hat heute keine Zeit wahrscheinlich. Zumindest ich wollte nicht zu ihr, aber normalerweise war das ja immer so, dass wir sonntags irgendwas machen. Ist auch nicht schlimm, wenn sie keine Zeit hat. Aber genau, sonst war ich mit meiner Mutter unterwegs. Es war ganz in Ordnung. Genau. Ich habe ein paar Fragen. Es ist ein Sonntag und warte mal ganz kurz. 6,5 Stunden später. 8 Stunden später bin ich wieder da. Ja, ich habe ein paar Fragen hier rausgesucht. Ja, es ist wieder sonntags und sonntags mache ich gerne mal ein paar Fragen, die ich dann beantworte. Und ja,
Also fangen wir mal an mit dem Weihnachtsthema. Magst du Weihnachten? Ja, so letztes Jahr und dieses Jahr ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich Weihnachten wieder mag. Also ich freue mich schon auf Weihnachten. Ja, die Weihnachtsstimmung so gemütlich, ja, schnucklig, ist es schön, auf jeden Fall, ja. Hast du einen Adventskalender? Ja, ich hole ihn mal ganz kurz. Ich habe zwei. Einen bei meiner Mutter. Und mit meiner Mutter holt, bringt die noch, den noch vorbei im Laufe der Woche. Aber sonst habe ich hier so einen. So von vorne sieht er so aus. Und kann ich so aufklappen. Upp, war da. Ne? So. Das ist, was da drin ist, Kosmetik. Also, ich habe jetzt schon ein bisschen verstaubt, schon ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen länger. Ja, so Lippenstift und Lip Liner, Lidschatten, Eyeliner, Augenbrauen, Wachs. Ja, solche Sachen sind halt drin. Und ja, bei dem anderen wären wahrscheinlich nur, ist nur Schokolade. Aber Adventskalender habe ich immer. Okay, ich bin ja jetzt 26 Jahre alt, aber trotzdem mit dem Weihnachtskalender. Und als Kind hatten wir auch immer selbst gemacht. Meine Mutter hat immer dann selbst welche gemacht. Also hat er selber in so Tüten Sachen reingepackt, meistens Schokolade oder halt so eine kleine Sache. Ein Pixie-Buch war das damals, als ich ganz klein war noch. Oder halt ein 2-Euro-Stück. Oder damals noch, nee, damals nicht, nein. So weit bin ich. So 5-Mark-Stück war das nicht mehr, dann war es dann auch was anderes, ne? 2-Euro-Stück. Genau. Dekorierst du dein Zuhause? Wenn ja, ab wann? Also letztes Jahr war es ab dem 1. Dezember und diesmal wird es auch so sein. Am 1. Dezember werde ich ein bisschen schmücken. Also nächsten Samstag, glaube ich. Dann werde ich dann anfangen, ein bisschen zu schmücken. Ich werde dann auch schon den Weihnachtsbaum schmücken. Normalerweise bei uns ist es Tradition, dass wir eigentlich den Weihnachtsbaum immer am 24. schmücken, zu Hause bei meinen Eltern. Aber ich habe gedacht, ich möchte auch was davon haben, von daher schmücke ich den ab am 1. Dezember mit euch zusammen. Also zumindest, ich nehme euch wieder Kamera mit. Live gehen traue ich mich ja immer noch nicht, aber vielleicht wird das noch was. Ach ja, und zwecks Weihnachten. Und Wichteln habe ich eine Ankündigung. Ich werde dieses Jahr wieder wichteln mit einem gewissen YouTuber. Schrottwichtel diesmal auch wieder. Und das ist wieder Wickerwille. Den Kanal werde ich oben mal verlinken. Letztes Jahr war ich ja total aufgeregt, wirklich. Und ich habe Sachen eingepackt, die sehr witzig sind. Ich weiß jetzt nicht, was ich. Ich habe Schrott, natürlich habe ich Schrott. Aber ich wollte jetzt auch nützlichen Schrott da reinpacken. So wie er ja letztes Mal auch gemacht hat bei mir. Und ich suche jetzt schon in meiner Wohnung nach nützlichen Schrott, den ich nicht mehr brauche. Und ich habe hier, glaube ich, schon was gefunden. Ach ja, das ist noch voll. Also ich finde da schon wieder was, was ich dann ihnen schenken kann. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es diesmal nicht so dramatisch peinlich wird, in dem Sinne, dass ich nicht wieder so zurückhaltend, schüchtern und wirklich Hammer. Ich war ja krass zurück, also schüchtern. Ja, hatte Panik. Panik hatte ich nicht. Aber hier auf jeden Fall sehr, sehr schüchtern, zurückhaltend. Ich hoffe, diesmal ist es anders, aber ich kann es nicht versprechen. Ja. Genau, was wir wollen, mal stehen geblieben. Warte. Oh Gott. Mein Lieblings Weihnachtssong. Ja, Last Christmas, ne? Und als ich noch jung war, Kinderlieder, war es dann halt in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Sosowski. Ja, ja. Kinderlieder halt, ne? Was isst du am Weihnachten am liebsten? Kekse, und zwar die selbstgemachten Aufstecherchen. Also meine Oma backt für ihr Leben gerne Kekse. Ja, die hat da so viele Massen von Kekse schon gebacken, weil die jetzt halt so allein zu Hause ist. Und ja, Massen an Keksen. Und aber nur so, entweder so Kugelhupf, nee, das ist ja was anderes, nee. So wo innen drinne Marmelade ist. Oder halt auch so andere mit Nüssen und so, aber keine Aufstecherchen. Und das liebe ich am liebsten, also das mag ich am liebsten an Weihnachten und Lebkuchen auch.
so richtigen Lebkuchenkekse. Nicht den Lebkuchen von Herzen, das ist nicht so ganz meins. Das ist aber furz trocken. Genau. Und den Zimtgeschmack, den mag ich auch sehr gerne. Dann, wen beschenkst du an Weihnachten? Ich hoffe, dass ich das meinem Bruder beschenken kann, meinem Vater und meiner Mutter. Genau. Andersrum ist es ja meistens auch so. Also, okay. Mein Bruder eigentlich nicht so. Ist auch nicht so schlimm. Meine Mutter beschenkt, ja klar. Meine Mutter und mein Vater schenken mir ja auch was. Aber trotzdem. Eine restliche Familie. Wir machen, weiß ich nicht, ob wir dieses Jahr auch wieder machen. Ob wir wichteln. Weil normalerweise wichteln wir in der Familie immer. Ob es dieses Jahr auch so ist, mal schauen. Das wäre natürlich toll. Also, ich immer. Jedes Mal ziehe ich meinen Cousin. Oder nee, Quatsch. Letztes Jahr habe ich meine Mutter gezogen. Das war sehr toll. Oder sonst irgendwas. Es ist immer sehr lustig bei uns. Genau. Brauchst du an Weihnachten Schnee? Ganz ehrlich, in meinem bisherigen Leben habe ich ein einziges Mal in meinem Leben gehabt, dass es an Weihnachten geschneit hat. Und es hat geschneit an Weihnachten. Und richtig dicke Flocken sind runtergekommen und wir haben auch einen Schneemann gebaut an dem Tag und es war so schön. Nur an Weihnachten, also Heiligabend, am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag hat dann auch wieder geschmolzen, das ist ja der Schnee. Aber es war wunderschön, es war wirklich wunderschön. Ja, brauchst du ja? Gehst du gerne auf den Weihnachtsmarkt? Wer kommt drauf immer drauf an? Jetzt Samstagabend nicht so gerne, weil das ist proppevoll. Morgen fängt er nämlich bei uns in Hameln an. Vielleicht werde ich morgen mal ein bisschen euch mitnehmen. Oder irgendwann mal im Laufe des Jahres. Des Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall, ja, geht so. Ist immer das Gleiche. Ne? Also keine neuen Stände dabei. Also wie ich es gesehen habe, sind immer noch die alten. Ja, ja, geht so. Ne? Dein schönstes und ein schlimmstes Geschenk. Mein schlimmstes, okay. Jetzt ein selbstgemachtes, irgendwas selbstgemachtes von meinen Verwandtschaft. Es war aber das selbstgemacht, was er nicht für mich selbst gemacht hat, sondern für eigentlich für jemanden anders. Und dann hat er so gedacht, ach ja, ich brauche die Scheiße nicht. So in dem Sinne, ne? Kriegt Gina das. Das fand ich sehr, sehr traurig. Und das schönste Weihnachtsgeschenk. Nee, kann ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Ich wäre als Kind vielleicht mal irgendwas, aber so das schönste Weihnachtsgeschenk. Nee. Nee, bisher wüsste ich es nicht. Geld. wie verbringst du Heiligabend? Also ich werde zu meinen Eltern gehen, dann werden wir zu meinen Verwandtschaft. Und jetzt sitzen wir da halt und essen. Mal gucken, was wir diesmal essen. Ich hoffe, wir essen endlich mal wieder Kartoffelsalat mit Würstchen. Ich werde halt zwar keine Würstchen essen, aber Kartoffelsalat von meiner Oma. Der ist so, ey, der ist so gut. Und der ist kein Speck drin, sondern nur wirklich vegetarische Produkte. Vegane ganz bestimmt nicht, aber vegetarische Produkte. Und es schmeckt sensationell. Und es ist immer so Tradition gewesen. Nur leider seit 2, 3, 4 Jahren ist es halt so, dass wir dann immer so was anderes essen. Und ich hoffe wirklich, dieses Mal essen wir endlich wieder Kartoffelsalat mit Würstchen. Aber das werden wir dann sehen. Letztes Jahr wollten wir abstimmen. Gut. Die Hälfte, Hälfte. Und dann haben wir doch wieder Schweinebraten, irgendwas mit Zupffleisch gemacht. Nur Fleisch. Und Brötchen. Aber naja, hoffe ich, dass diesmal was anderes kommt. Ich glaube auch. Genau. Wie wirst du deine Weihnachtszeit verbringen? Also bis zum 14. ist es ja noch, dass wir die Maßnahme haben. Da ist dies toll, wirklich. Ich kann es nur echt. Leute, jetzt ganz kurz ohne Weihnachtssachen. Wenn ihr auch mal in der Situation seid und ihr seid arbeitslos und möchtet einen neuen Job haben und eure Sachbearbeiterin oder Fallmanagerin, was auch immer, bietet euch einen Kurs an oder zumindest eine Maßnahme. Auch wenn ihr viele negative Sachen schon gehört habt oder schon viele negative Sachen erlebt habt, geht dahin. Es kann euch nur helfen. Auch wenn ihr eventuell nur Bewerbungen-Training macht, nur in Anführungszeichen.
es hilft wirklich. Ich persönlich gehe dahin, nicht nur um die Maßnahme zu machen, sondern auch einfach nur, um nicht zu Hause zu sitzen. Ich will nicht zu Hause sitzen und nur die Wände anstarren oder irgendwas anderes machen. Ich möchte unter Menschen. Und am Donnerstag war es halt so, danach hatten wir so eine 3-4-Mädchen-Gruppe, so eine Art, also Mädchen, Frauengruppe, und haben da ein bisschen was erzählt. Es war so schön, weil ich dann wieder unter Menschen bin und über fast gleich, okay, ein bisschen älter sind sie schon. Eine ist über 60, glaube ich, und die anderen sind noch jünger. Aber so Frauen, ja, oder auch Menschen, ist egal, ob es Männer ist oder nicht. Es ist einfach toll, unter Menschen zu sein. Auch wenn man halt so normalerweise viel Kontakt zu anderen Menschen hat. Trotzdem ist so eine Maßnahme wirklich Gold wert. Macht es. Es kann euch nur weiterbringen, es kann euch nicht schaden. Wirklich nicht. Zumindest bei mir war es auch so. Hab da jemanden kennengelernt, also zumindest wir sind jetzt auf Facebook befreundet, und diese Person ist nicht aus der Maßnahme, das ist was anderes, aber diese Person hat mich gefragt, ob ich Interesse an ihn hätte als Freund. Diese Person ist älter als mein Vater. Mein Vater ist 60 und diese Person ist 1, 2, 3 Jahre älter als mein Vater. Und normalerweise hätte ich jetzt gesagt, also vor 2 Monaten hätte ich noch gesagt, ja, ich möchte dich ja nicht enttäuschen, aber eventuell. Ich weiß aber, dass ich irgendwann mal Nein sagen werde. Aber ich kam nicht über diesen Nein, danke hinaus. Und diesmal habe ich dir vorher gesagt, du bist ein netter Kerl. Aber ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich möchte lieber jemanden finden in meinem Alter. Und das war auch, es ist nicht, das ist gut angekommen und nicht so, wie ich befürchtet habe, dass er böse ist oder sauer, sondern einfach ganz normal. Und das hätte ich vor 1,5 Monaten bestimmt oder ein paar Wochen noch nicht geschafft. Das habe ich geschafft, dank. Es ist nur ein Buch, aber es ist ein Buch, was mir wirklich weiterbringt, und das Kind in dir muss Heimat finden. Das habe ich ja schon zigmal, also das habe ich ja unten immer verlinkt. Ein Hammerbuch, wirklich. Genau. Was esst ihr am Weihnachten? Habe ich ja schon gesagt. Ich hoffe wieder Kartoffelsalat mit Würstchen. Nur Kartoffelsalat für mich. Magst du Schnee? Selbstverständlich liebe ich Schnee. Das ist ja sowas von geil. Also am Dienstag hat es hier angefangen zu schneien, und es ist nicht liegen geblieben, aber es war so verdammt wunderschön, in den Himmel zu gucken und diese weißen, grauen, was auch immer, Flocken darunter zu kommen, wenn die ganz kurz auf dem Fensterbrett liegen bleiben und dann schnell verschwinden, aber es ist so schön. Und wenn ich dann auch wieder, wenn es jetzt mir wirklich richtig schneit und liegen bleibt und dieses Geräusch durch Schnee zu gehen, dieses oh, es ist so schön. Aber auch, muss auch nicht zu lange bleiben, aber wenigstens so 2, 3 Wochen könnte es so bleiben, und dann kann es auch wieder wärmer werden. Genau. Wirst du deine Familie Weihnachtsgeschenke machen? Wirst du deiner Familie Weihnachtsgeschenke machen? Ist auch cool. Na ja, habe ich ja schon erzählt. Stellt ihr einen Weihnachtsbaum auf? Ja. Ich mache es am 1. Dezember, wie ich gesagt habe. Und meine Familie am 24. Dezember. Okay, ich muss auch dazu sagen, bei meiner Familie ist es so, dass es ein richtiger Weihnachtsbaum ist. Also eine richtige Tanne, eine echte Tanne. Und halt bei mir ist es eine Kunsttanne. Und von daher kann ich sie auch gut schon am 1. Dezember aufstellen oder vorher. Die verwelkt nicht. Genau. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Wieso glauben? Natürlich. Es gibt den Weihnachtsmann. Der ist oben in Norwegen und Schweden, Finnland, oben im Norden. Wohnt er da mit seinen Elfen? Oder zumindest mit seinen Christkindern und seinen Rentieren? Natürlich. Leute, wirklich? Na, natürlich glaube ich nicht an den Weihnachtsmann, aber es war immer eine schöne Kindheit. Und da habe ich
mit wie viel Altern? Mit 5, 6 habe ich aufgehört, damit zu, daran zu glauben. Aber ja, tu dich. Glaube ich nicht mehr an den Weihnachtsmann. Genau. Gibt es etwas Besseres als Weihnachten für dich? Ja, klar. Weihnachten ist eine schöne Sache. Das ist für manche das Highlight des Jahres. Für mich ist es nicht das Highlight des Jahres. Mein Geburtstag ist irgendwie, auch wenn es kein besonderer Tag für andere ist, für mich persönlich ist es besser als Weihnachten. Auch wenn er nicht gefeiert wird und ja, Weihnachten. Also mein Geburtstag ist schon schöner, denke ich. Ich weiß nicht wieso, aber ja, das ist, weiß ich nicht, ein anderes Gefühl. Okay. Also das ist eine komische Frage. Gut. Wann fängst du an, wirklich Lebkuchen zu kaufen und zu dekorieren? Also Lebkuchen kaufe ich, ach ja, Gottes Willen, im Dezember. Also ich kaufe wirklich sehr, sehr selten vor dem 1. Dezember irgendwelche Süßigkeiten, die Weihnachten in sich haben, sondern nur ab Weihnachten, halt am 1. Dezember. Das finde ich persönlich so. Dekorieren tue ich auch erst ab dem 1. Dezember oder ein paar Tage vorher. Aber es ist wirklich ein paar Tage und nicht wie andere da Anfang November schon, wo ich ein bisschen sage, oh Leute, wir haben es doch erst November. Nee, das mache ich nicht. Wie stressig ist die Vorweihnachtszeit wirklich für dich? Stressig? Nee, eigentlich nicht. Ich kaufe dann einfach, ja, ein paar Sachen kaufe ich ja für meine Familie, aber Stress ist das nicht. Was würdest du wirklich am, was wünschst du dir wirklich am meisten? Das kann man nicht kaufen. Also glücklich sein, also zumindest ein Freund, / Freundin, das wünsche ich mir und abnehmen. Aber das kann man sich nicht, kann man nicht kaufen. Für wen ist es am schwierigsten, ein passendes Geschenk zu finden? Ach so, ja, für meinen Bruder, glaube ich. Der fragt immer jemand anders. Also ich weiß genau, was ich jetzt meinem Bruder schenken soll oder meinem Vater oder meiner Mutter, das weiß ich schon. Aber meinem Bruder ist es ein bisschen schwerer, da glaube ich nicht, dass er das sofort weiß. Aber ist auch halt ein Junge, ne? Mann. Was hältst du davon, an Weihnachten in ein warmes Land zu verreisen? Wer das macht, bitteschön. Gar kein Problem, ich möchte es nicht, weil Weihnachten ist Weihnachten entweder zu Hause oder halt, wo es kalt ist und nicht, wo es warm ist. Es passt einfach nicht zu Weihnachten, finde ich persönlich. Genau. Oh Gott, kannst du noch ein Gedicht oder ein Weihnachtslied aufsagen? Weihnachtslied aufsagen? Haben wir nicht gehabt. Was haben wir immer gesagt? Warte mal. Lieber guter Weihnachtsmann, ach du Scheiße. Ich war auch immer artig und sowas, ne? Aber mehr möchte ich auch nicht mehr. Also auf jeden Fall, so ein Gedicht hätten wir, aber kein Lied. Oh, Tannenbaum haben wir nicht gesungen. Echten oder unechten Weihnachtsbaum, habe ich ja schon gesagt. Meine Eltern haben echten, ich einen unechten. Gut, meine Lieben, das war's jetzt. Ich werde das Video schnell bearbeiten und für euch hochladen, für dich hochladen. Bis zum nächsten. Bis das Mal. Tschüssi. Fucking fake! Or I will fucking kill you! Say your name. Say it.